Schmelztiegel. Mit ihm kannst du die Macht des Brunnens bändigen. Wir haben einen Plan, wie wir dich dorthin bringen können. Vega führt dich durch den Vorgang. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Doom, meine Freunde. Wir werden uns erstmal anschauen, was wir uns für unsere Waffenpunkte kaufen können. Ah, Kugeln durchdringen Ziele. Obwohl. Nein. Tötet dreimal, zehnmal, drei oder mehr den Moment Belagerungsmodusstrahl. Okay. Passt, Junge, passt. Wir sollten uns unbedingt die Sachen krallen, die es hier noch gibt. Denn ich glaube, es wird nicht mehr so viel geben in dem Spiel. Ich glaube, es ist ziemlich am Ende. Dies ist meine primäre Betriebseinrichtung. Hier wurde ich geschaffen und hier befindet sich meine Kernprozessoreinheit. Schön. Es sind etwa 2,4 Terawatt für meinen Betrieb nötig. Aber man hat entschieden, dass wir diese Energie nutzen können, um dich zum Ursprung des Portals zu schicken. Okay, das ging ja schon mal nicht so gut. Ich werde das nicht überleben, kann mich aber auch nicht selbst vernichten. Daher werde ich dich durch den Vorgang leiten. Alle internen und äußeren Türen der Station wurden gesperrt. Du musst einen Weg hineinfinden und die Sicherheitssysteme abschalten. Okay, sehr interessant. Es wirkt fast so, als ob es ihm nicht so gut gefällt, dass wir ihn umbringen müssen. Just kidding. Ich meine, der Plot ist jetzt nur nebensächlich. Ich habe das Spiel nur wegen des Gameplays gespielt. Da ist doch irgendwas versteckt. Ja, logisch. Ja, hallo, logisch, hallo. Aha, was war denn das da unten? Ach, so ein Imp. Na ja, komm. Zzt, zzt, zzt. Ich bin eine Lafette. Habe ich irgendwas verpasst? Nö, weiter. Meine Sicherheitssysteme arbeiten auf zwei getrennten Neuralnetzwerken, die in der Wartungseinrichtung zusammenlaufen. Jedes Ende wird durch ein Energiefeld geschützt. Aber das dürftest du überleben, ja, na klar. Aber du dürftest das überleben. Schauen wir uns erstmal hier um. Was es hier so alles gibt. Allerhand prächtiges Zeugs und ein bisschen Rüstung. Warum? Warum ist die Rüstung? Und Verstärker sind ja auch. Da muss es ja einen Kampf geben. Logisch. Neurales Primärsicherheitsnetzwerk offline.
Diese Stille. So still. So still. Diese Stille so still. So still wie mein Wasser. Neurales Hilfssicherheitsnetzwerk offline. Meine zentralen Betriebssysteme sind jetzt verwundbar. Du solltest zuerst das Kühlsystem zerstören. Das wird die Destabilisierung beschleunigen. Oh mein Gott, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Wichser! Du bist schuld! Easy. Ich habe irgendwo mal gehört, dass ich, wenn ich konzentriert bin, immer so mache. Oder so. Deswegen mache ich es jetzt immer mit Absicht. Ja. Okay, Unverwundbarkeit. Scheiße, brauche ich gar nicht. Mist. Schnell durch hier. Solange wir noch unverwundbar sind. Moment. Ja, das könnte ich jetzt machen. Das würde sich ganz gut erinnern, aber das brauchen wir eh nicht. Was soll denn das? Nee. Nee. Ja, kommt alle mal auf einen Ort zusammen. Kommt, kommt, kommt. Hö? Oh, scheiße. Schade. Ja, ich glaube, das bringt was. Heal mich ab, Scotty. Was? Heal mich ab? Heal mich ab, Scotty, oder? Egal. Mein kleiner Cousin, übrigens so kreativ, er hat ein Profilbild von Dominique Gregorius Family Stories. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich liebe meinen kleinen Cousin.
Er hat immer die besten Profilbilder. Er hatte letztens ein Bild von der Salami-Pizza als Profilbild. Sehr lustig, dachte ich mir. Sehr lustig. Du denkst wohl, du bist lustig, was? Ja, halt's Maul. Wie kriegen wir die blaue Sicherheitsfreigabe? Was? Ich hab's nicht gehört. Kannst du es nochmal sagen? Ich weiß nicht, was sie von mir will. Keine Ahnung, was sie damit meint, ey. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was sie will. Aber hier liegen halt so viele Tote rum. Wie soll man da die blaue Karte kriegen? Hier vielleicht? Von irgendeiner dieser Leichen vielleicht? Das ist der Weg, den ich gehen muss. Kann ich wieder zurück, wenn ich da durchgehe? Nein. Das heißt, es muss hier irgendwo. Obwohl Aufzug rufen. Na, dann geht das wohl doch. Dann geht wohl doch. Hallo? Dann ist es wohl doch ein Secret hier. Ja, definitiv. Hier gibt es dann die blaue Sicherheitsfreigabe. Blaue Sicherheitsfreigabe. Hey, geil. Skill. Oh yeah. Aber da ist doch noch was. Schaut euch den Raum an. Da kommt man nicht rein. Warum nicht? Es muss doch einen Weg dort reingeben. Ihr könnt mich nicht verarschen. Egal. Da ist eh nichts von Relevanz. Ist hier nichts weiter? Nein. Nein. Nur eine Fallgrube. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah. Gern doch. Extrem gekühlter Bau errichtet, um die vielen Meilen von Megakaltkreisen und die Millionen Prozessorknoten zu beherbergen. Aha. Seems legit.
Du siehst das beste Kühlsystem aller Zeiten vor dir. Es hat Jahre gedauert, es zu perfektionieren. Zerstören Sie die 4 Kühlmittelgeneratoren. Sind sie vernichtet, werden meine Primärsysteme... Kerntemperatur steigt. Und tschüss. Du Wichser. Danke. Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben. Begeben, um den Vorgang abzuschließen. Denn da so? Ja, das brauche ich ja jetzt sowas von. Also das ist ja jetzt total, das ist ja jetzt total sinnvoll, dass ich das hab. Ich muss nach da oben. Hallo. Oder? Und jetzt muss ich nach... Wo muss ich hin? Alter, wo muss ich hin, Alter? Alter, wo muss ich hin? Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss, Junge. Ach so, drücke E.
unten wird dich zum Eingang bringen. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Aha. Scheiße. Vermag das Spiel etwa so kurz vorm Ende nochmal schwer zu werden? Challenge accepted. Challenge accepted. Challenge accepted. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Easy. Okay. Obgrrrt.
hier noch einen Verstärker? Nö. Okay. Nö. Na, wer fehlt noch? Is good. Ich bin der beste Spieler aller Zeiten. Keiner spielt besser als ich. Das ist so. Hey, ich wollte doch die Elitewache da unten haben. Verliere Speicherkapazität. Kontrolle über neurale Funktionen minimal. Sobald Vegas Kern vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Brunnen. Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel, dann schließt sich auch das Portal auf den Mars. Für immer. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen, aber so magst du es ja am liebsten, oder? Das ist deine Natur. Ach so. Die killt noch was. Moment. Da. Ich dachte, das wäre der letzte Part, aber wahrscheinlich gibt es nur noch einen Bosskampf und dann ist die Sache gegessen. Denke ich. Let's go. Der Brunnen. Schicke Schriftart. Gefällt mir. Die taugt mir. Die gefällt mir richtig gut. Oh, 12. 12. Whatever. Bringt eh nichts. So. Schließe den Brunnen.
Ich erwarte einen epischen Bosskampf. Ich sagte epischer Bosskampf und nicht sowas. Das ist alles, was ihr drauf habt. Ja gut, okay. Passt schon. Danke. Das wollte ich gar nicht einsammeln, aber gut. Ich hoffe, das war es noch nicht. Das wäre nämlich ganz schön schade. Ich glaube, das war es natürlich nicht. Schade. Hallo. Wie soll ich denn? Warte mal, stopp, was? Erstmal die Automap holen hier, dann wissen wir, wie groß da. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, dass ich noch einen weiteren Part machen muss. Ja. Ja. Ich denke mal, ich werde den ganzen Rest dann in einem weiteren Part machen. Ich wusste nicht, dass es noch so lange dauert. Aber ja. Nun ja, vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin und bis zum nächsten, letzten Part.